Hallo zusammen, mich hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Wir sind im Ardenwald unterwegs und zwar wollen wir wieder ein Toy aus einer Kiste besorgen. Und dafür müssen wir ein bisschen rumfliegen. Und ich zeige euch erstmal, wo wir sind. Einmal im Ardenwald und zwar hier oben auf den Koordinaten 48, 41. Und hier wollen wir quasi mittels einer Feder, die wir da auch looten können, hier zu einer Kiste runterfliegen. Es gibt hier anscheinend auch mehrere Spots, wo die Federn liegen. Ihr könnt aber auch einfach einen Goblin-Gleiter nehmen oder andere Fähigkeiten, um denen die Fallgeschwindigkeit zu verringern. Wir nehmen aber jetzt hier die Feder bei 48,41 und fliegen hier runter zu den Koordinaten 48,39. Und da liegt dann ein Item, das wir auch ganz nützlich einsetzen können, aber das werden wir uns gleich angucken. Also, wir klicken hier die Feder an, haben dann einen Buff drauf mit verringerter Fallgeschwindigkeit und jetzt versuchen wir hier quasi zu dieser lebendigen oder lebhaften Drachenfeder runterzufliegen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht verkacke, sonst muss ich wieder ganz hochlaufen. Also der Weg nach oben ist tatsächlich doch ein bisschen länger. Man sollte es am besten nicht verkacken. So, einmal so, aber man fliegt ja relativ langsam. Okay, dann sind wir hier unten angekommen, klicken das Ding an. Und jetzt haben wir die lebhafte Drachenfeder einmal im Inventar. Und wenn wir die einsetzen, dann wird nämlich unsere Fallgeschwindigkeit, wie bei der Feder da oben, verlangsamt und zwar 10 Sekunden lang. Heißt, wieder ein nettes Toy, um ein bisschen zu tricksen. Kann man den ein oder anderen Goblin-Gleiter sich sparen. Falls man mal keine mehr dabei hat, kann man die einsetzen. Beziehungsweise, ich habe euch ja in einem vorherigen Guide auch schon einen Sonnenschirm gezeigt, der kann Ähnliches. Also hier gibt es anscheinend einige Items, die das können. Dementsprechend könnt ihr euch die Goblin-Gleiter dann schön auf der Bank lassen, wenn ihr mal irgendwann hier drei, vier von diesen Slowfall-Items habt. Gut, okay. Damit sind wir auch am Ende von dem kleinen Video angelangt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Ich zeige nochmal kurz die Map, wo ich stehe. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren und mehr solche Toy Guides sehen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.